Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, diesmal gibt es wieder eine Grafikkartenempfehlung. Und zwar meine finale Top 5 der lohnenswertesten Grafikkarten Ende 2020. 2021 werden weitere Grafikkarten von Nvidia und vielleicht hoffentlich sogar noch welche von AMD kommen. Werdet ihr natürlich ein weiteres Update bekommen. Aber zunächst erstmal 2020. Das Jahr muss erstmal zu Ende gehen. Also fangen wir mit dem Platz 5 an, aber zuerst wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar ist mir das erst neulich aufgefallen, dass wir auf meinem letzten, oh nein, da war ich jetzt nicht drauf, auf meinem letzten Grafikkartenvideo unglaubliche fast 300 Aufrufe haben. Und das ist einen Monat her. Und wenn ihr wollt, dass das Video noch in diesem Jahr in etwa 300 Aufrufe schafft oder sogar noch mehr, gestern waren es noch 280 und vorgestern waren es noch etwas über 270, also schaffen wir es wahrscheinlich noch, aber wenn ihr wollt, dass dieses Video wirklich viral geht, dann lasst ein Like da, abonniert und schreibt auch gerne Videowünsche in die Kommentare. Das würde ich vorab sagen, weil ich merke, dass viele die das Video nicht bis zum Ende gucken, die Videos. Deshalb würde ich euch vorab daran erinnern. Sonst noch eine Änderung, und zwar hier. Mein Discord ist dort verlinkt. Dort heiße ich Atomracer. Oder wie ich mich da genannt habe, Daddy das Niklas. Also, falls ihr mal mit mir persönlich quatschen wollt oder Videoideen habt oder vielleicht sogar, wenn ihr schon etwas größer seid, Lust habt, mit mir eine kleine, aber feine Kooperation einzugehen, kommt doch gerne auf den Channel. Ich bin dort jeden Tag oder fast jeden Tag online. Und wenn nicht, schreibt mich einfach an oder schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Ich nehme sie gerne an, aber weiter im Text. Und zwar kommen wir jetzt natürlich zur Top 5. Hallo. Nein! So, zur Top 5. Auf Platz 5 ist eine Grafikkarte der etwas älteren Generation, zwar der Turing-Architektur. Und zwar die GTX 1660 Super. Was nehmen wir denn hier? Ist eigentlich egal. Ist eigentlich dasselbe. Hier. Gehen wir sie. Sie hat 6 GB GDDR6 Speicher mit einem Interface von 192 Bit. Eine 2-Slot-Karte. Und das hier ist das Custom Design von Gigabyte. Sehr schöne Karte, muss man sagen. Sie hat 1408 Shader-Einheiten, einen Standardtakt von 1530 MHz und einen Boost-Takt von 1860 MHz. Hier muss man bedenken, dass der Takt immer etwas höher ausfällt. Speichertakt liegt bei 14.000 MHz. Ein Speicherinterface von 192 Bit, habe ich ja, glaube ich, bereits gesagt. Eine TDP von 125 Watt, sehr stromsparend. Und man braucht einen 8-Pin-Stromanschluss. Ansonsten ist der Rest relativ normal. Diese Karte unterstützt, wie es der Name schon sagt, da dort ein G statt einem R vor dem TX ist, kein Raytracing. Was überhaupt kein Drama ist. Das ist so eine Grafikkarte für Full HD Gamer. Die ist sehr gut und mit der kann man durchaus gut was machen. Mein Platz 5. Kommen wir zum Platz 4. So ist das die AMD Radeon RX 5700 XT. Auch eine der etwas älteren Generationen von AMD vom letzten Jahr. Aber trotzdem keinesfalls ein schlechter Kauf. Welche nehmen wir denn jetzt hier? Ist ja, glaube ich, eigentlich egal. Na, Galaxus. Eine sehr schöne Grafikkarte, muss man sagen. Aber wir wollen uns ja nicht über das Design, sondern über die Leistung unterhalten. Also, mit einem Standardtakt von 1650 MHz merkt man, dass sie schon etwas mehr Power hat. Aber hier liegt der Boost-Takt bei 1980 MHz, was ziemlich krass ist. Shader-Einheiten, allerdings andere Shader-Einheiten als bei Nvidia, was logisch ist, sind hier 2560 vorhanden, was auch mehr ist.
Hier stehen einem 8 GB GDDR6 Speicher zur Verfügung mit einem 256-Bit Interface und einer Speicherbandbreite von 448 GB die Sekunde. Zwei Lüfter, DirectX 12 und der Rest ist, glaube ich, relativ uninteressant, bis auf die Wattleistung. Diese Karte schluckt 225 Watt. Damit ist sie halbwegs stromsparend. Eigentlich tatsächlich gar nicht, weil man eigentlich tatsächlich sogar etwas bessere Karten, was den Stromverbrauch angeht, findet. Aber mein Platz 4. Auf Platz 3 und Bronze. Also eine Karte, wovon welche die wenigsten wahrscheinlich erwartet hätten. Und zwar ist das die RTX 3070. Ja, AMD hat mit ihrer Big Navi, mit ihrem Big Navi Release, Nvidia ziemlich zum Schwitzen gebracht. Aber trotzdem ist diese Karte hier keinesfalls schlecht. Gut, mit einem Montagspreis von 780 € kostet diese Karte fast 200 € mehr, als das Custom Design zulässt. Als die Founders Edition. Aber das ist auch keinesfalls ein Beinbruch. Bekommen tut man hier 5888 Shader-Einheiten der neuen Generation, welche tatsächlich etwas anders berechnet werden als die von Turing. Aber dazu komme ich gleich. Standardtaktfrequenz von 1500 MHz ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dazu haben wir einen Boosttakt von 1815 MHz. GDDR6 Speicher mit 8 GB, einem 256-Bit Interface und einer Speicherbandbreite von 448 GB die Sekunde. Also man merkt, vom Speicherinterface her unterscheidet sich diese Karte nur marginal von der Karte von AMD. Diese Karte hier schluckt, soweit ich weiß, etwa 220 bis 280 Watt. Das heißt, hier wird ein 650 Watt Netzteil empfohlen. Diese Karte braucht zwei 8-Pin-Stromstecker, genau wie die 5700 XT und ist somit ein wohlverdienter Platz 3. Kommen wir zu Silber, was nicht verwunderlich sein sollte, da ich ja gerade eben schon erwähnt hatte, dass AMD Nvidia ziemlich eingeheizt hat mit Big Navi. Und zwar ist das die RX 6800. Diese Grafikkarte ist halt einfach ein Schmuckstück. Sie ist einfach nur gut. Leistet genug. Aber gucken wir uns das mal an, was die wirklich auf den Bildschirm bringt. Shader-Einheiten haben wir hier 3840. Diese Karte sorgt 250 Watt. Der Boost-Takt liegt bei 2105 MHz und der Standard-Takt bei 1815. Das ist schon gar nicht so schlecht. Der GPU-Speicher liegt bei 16 GB GDDR6 Speicher mit einem 256-Bit Interface und einer Speichergeschwindigkeit von 16 GB pro Sekunde. Ich muss hier ein bisschen rumfriemeln, weil ich eigentlich nie auf den Herstellerseiten wirklich gucke, sondern eigentlich immer bei Verkäufern, aber das ist hier jetzt egal. Sie benötigt zwei 8-Pin-Stromstecker. Und ist eine Karte der neueren Generation. Diese Karte liefert ordentlich Power. Und ein wohlverdienter Platz 2. Jetzt kommen wir zum ultimativen Gold, was die wenigsten erwartet hätten. Und jetzt zum dritten Mal AMD Nvidia ziemlich in die Knie gezogen hat. Aber auf Platz 1 ist halt einfach die RTX 3090. Man könnte jetzt sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist im Vergleich zur RX 6900 XT, war das glaube ich, eigentlich ziemlich beschissen. Da muss ich recht geben, da muss ich recht geben. Aber macht nichts. Das ist nicht schlimm. Das stört ja nicht. Diese Karte ist trotzdem eine richtige Rechenmaschine. Was wir uns mal bei
Ethernet angucken. Nehmen wir einfach irgendeine, die wir finden können. Nehmen wir die. Ist ja eigentlich egal, welche wir nehmen. Also, diese Karte hat einen Standardtakt von 1695 MHz. Dazu 10.496 Shader-Einheiten. 24 GB GDDR6X-Speicher. X-Speicher. Mit einer Anbindung von 384 Bit. Der Takt liegt hier bei 19.500 MHz. Und diese Karte verbraucht, sagen wir uns, schreibe 350 Watt. Die ist also nicht gerade stromsparend. Und erreicht einen Boost-Takt von 1920 MHz. In etwa. Fragen sich viele, da ja das Topmodell von AMD angeblich schneller sein soll, warum ich diese Karte gewählt habe. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das war in meinem vorletzten Video, war das, glaube ich. War das, wo es sich angesprochen hatte, was ich an AMDs Smart Memory Access oder Smart Access Memory nicht mag. Oder an der Sch Sache, wie die das dargestellt haben, nicht mag. Deswegen ich diese Karte genommen, weil hier kein Feature zur Verfügung steht und man sieht, wenn man die beiden ohne jegliche Features gegenüberstellt in der Rohleistung, die 3090 auf jeden Fall gewonnen hätte. Klar, ein Aufpreis von 700 € wie bei dem Custom Design hier ist echt eine Hausnummer und da würde ich doch eher zur 6900 XT greifen. Aber jetzt geht es ja um die Leistung, nicht um den Preis. Leistungstechnisch ist die hier einfach das Topmodell und das wird auch so bleiben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Abonnieren, liken nicht vergessen, schreibt mir gerne Videowünsche in die Kommentare. Da würde ich sagen, bye bye!